gut festzuhalten. Ja, du brauchst nicht zurück. Hallo alle zusammen. Ich verlese hier eine Wettererklärung von deckbonus@wordpress.com. Im japanischen Fukushima bahnt sich eine Katastrophe an, die die Havarie der vier Reaktoren in den Schatten stellen könnte. Block 4 der Reaktorruine versinkt im Erdreich. Ein Kollabieren würde enorme Mengen an Radioaktivität freisetzen. Wie Mitsuhei Murata, japanischer Botschafter in der Schweiz und im Senegal, in einem Interview erklärt, sinkt Block 4 nach und nach in den Boden ein. Es besteht die Gefahr, dass die Ruine vollends in sich zusammenfällt. Betreiber TEPCO habe die Senkung selbst verursacht, weil seit mehr als anderthalb Jahren Tag für Tag Millionen Liter Meerwasser in den havarierten Block gepumpt werden und so der Boden darunter aufgeweicht wird. In Block 4 lagern in Abklingbecken in 30 Metern Höhe 1535 Brennstäbe, insgesamt etwa 460 Tonnen Kernbrennstoff. Sollte der Behälter das Kühlwasser verlieren, würden die Brennstäbe überhitzen und schmelzen. Radioaktive Freisetzung, die viel größer ist als die bisherigen Angaben, könnte die Folge sein. Bereits unmittelbar nach dem großen Beben im März 2011 sank der Reaktorblock um etwa 90 cm nach unten. Seither ist das Gebäude um weitere 75 cm abgesunken. Zurzeit beginnt die Ruine sich zur Seite zu neigen. Zusätzliche Gefahren bergen mögliche Erdstöße, die mit großer Sicherheit erwartet werden. Ein weiteres Problem stellt der anfallende Atommüll dar. Die japanische Regierung plant Endlagerstätten in 5 Präfekturen um Fukushima. Miyagi, Ibaraki, Tochigi, Guma und Chiba. In diesen Endlagern sollen die radioaktiven Aschen und der Klärschlamm aus diesen Präfekturen beseitigt werden, die durch den Fallort vom Reaktorunfall verursacht wurden und mit über 8000 Becquerel per Kilogramm belastet sind. Bisher haben sich 42.575 Tonnen davon angehäuft. Für die Endlagerung ist der Staat zuständig. Das Umweltministerium hat nun sogenannte geeignete Standorte auf staatseigenen Grundstücken, oftmals Waldflächen, ausgewählt, ohne jede Vorwarnung und Rücksprache mit den betroffenen Gemeinden. Bereits 2013 soll mit dem Bau der Endlager begonnen werden und ab 2014 sollen sie ihren Betrieb aufnehmen. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass das Schicksal von Japan und der ganzen Welt von Reaktor Nummer 4 abhängt, so Botschafter Murata. Dies wird von den meisten zuverlässigen Experten wie Dr. Arne Gundersen oder Dr. Fumikai Koide bestätigt.